Alter, mein Herz, ey, mein Herz. Oh Gott. Fantastic. Guten Tag, willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans. Ich bin Fred. Ich muss gucken, dass ich überhaupt ganz im Bild drin bin. Ja, wir haben einen neuen Clankrieg. Ich nehme endlich mal wieder mit Facecam auf. Und ja, deswegen, ich bin so aufgeregt. Ich möchte gleich die Nummer 1 angreifen. Ich habe die Truppen fertig, die Zauber... habe ich nicht fertig. Was? Ich hab die Zauber nicht fertig? Nein, wieso habe ich die Zauber nicht fertig? Was? Was fehlt mir denn noch? Was habe ich denn? Ja, den muss ich dann eben... Den muss ich dann eben jammen. Scheiße, mir fehlt tatsächlich ein Zauber. Ich bräuchte noch einen Wutzauber, na gut. Also, jetzt habe ich die Zauber komplett. Ihr seht, ich habe das Goldlager auch schon voll. Also im Grunde alles pässig. Der Krieg ist jetzt gleich da. Eine Sekunde und dann geht's los. Oh, ich bin aufgeregt. Ich bin sehr aufgeregt. Ich versuche Lava Lunion. Bin gespannt, wie es ausgehen wird. Meine Truppen seht ihr hier. 20 Lakaien, 2 Lavahunde, ein Schwein zum Locken der Clanburg. Ich bin mir nicht genau sicher, ob er einen Hund drin hat oder vielleicht auch einen Drachen. Bei einem Drachen ist es natürlich wichtig, dass ich locke. Und ansonsten würde ich sagen, wir greifen mal sofort an. Also, hier greift schon mal an. Die 10 gegen die 10. Na gut, das gucken wir uns erst noch eben an. Das gucken wir erst noch eben an und dann gehen wir gleich sofort rüber, gucken mal, was ich da so machen kann. Oh. Ah, ich bin so aufgeregt. Er blitzt. Na gut, das ist die Standardtaktik, die wir da sehen. Von Jet Life, von Big Timers. Ich nehme übrigens jetzt am iPad auf, damit ich besser die Truppen setzen kann. Oh, das wird ein Spaß. Ja, gut, Drachen. Gegen Rathaus 8 immer wieder gut. Ich hoffe mal, mein Internet. Nein, ich muss mein Internet gleich noch umstellen. Ich bin im falschen, WLAN. Nicht, dass mein Internet nur abkackt zwischendurch gleich. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, gut, er hat noch. Ja, wobei, den Wutzauber hat er ein bisschen gefailt. Da wird nichts. Oh. Werden es vielleicht sogar nur zwei? Wird es vielleicht sogar nur ein Stern? Ich gehe stark davon aus. Ja, der Wutzauber war nämlich fail in der Mitte. Das ist sehr gut für uns. Oh Gott. Es geht gleich los. Ich bin auch schon wirklich aufgeregt für meinen Clankriegsangriff. Die Drachen fressen schon ganz gut. Außen zündet er jetzt den König, aber das sieht gut aus. Er konnte in der Mitte. Die Drachen sind leider nach außen geflogen. Leider für ihn. Gut für uns. Entschuldigung, ich muss zwischendurch mal wieder husten. Ja. Das sieht nach einem Stern aus. Und dann würde ich mir eben sagen, ja, warten wir mal eben kurz noch, bis es vorbei ist. Aber es lebt ja jetzt kaum noch was. Außen lebt jetzt noch ein Drache. Ansonsten, ja, ich würde sagen, ich fixe mal eben kurz meinen WLAN und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich war sogar im richtigen WLAN, von daher läuft. Gucken eben noch den Rest vom Angriff. 1,19 hat er noch. Ja gut, jetzt wird der eine weggepustet, aber... Oh, vielleicht haben wir schon einen anderen Angriff. Ja, vielleicht haben wir schon einen anderen Angriff, wenn wir keinen anderen Angriff haben. Oh doch, in den nächsten schon. Na, Knubbel versucht's gegen die Nummer 9. Und ich würde sagen, wir greifen jetzt einfach mal an. Spähen. Oh. Es ist eine Base, die eigentlich wie gemalt ist für Lava Lunion, weil einfach in der Mitte so viel ist, was man freezen kann. Er hat einen auf Single, einen Inferno. Okay, Schweinchen schicke ich auf die Luftabwehr. Locke die Clan-Truppen, setze dann die 3 Lava-Hunde, setze dann direkt die Ballons hinterher, direkt die Minions, dann 2 Wutzauber, 2 Freeze direkt, hoffentlich kriege ich dann, den Freeze muss ich so setzen, dass ich den, wie heißt er denn? Ist mir komplett, das ist den Föhn, genau, den Föhn direkt auch mit freezen kann und ja. Oh Gott, okay. Habe ich alles? Truppen habe ich. Minions, Clan-Truppen, Zauber. Ich habe halt nur den einen Held, ne? Im besten Fall brauche ich ihn nicht. Es kann sein, deswegen nehme ich auch die beiden Bogenschützen noch mit und die beiden, hier, Dingenskirchen, Lakaien. Mauerbrecher, so, ich bin so verwirrt, okay. Los geht's, noch mal einmal spähen, mal einmal ganz kurz noch gucken, wenn ich ihn locke. Ach. Falsche Nummer. So. Ich locke, dann ist vielleicht noch was anderes drin. Was mache ich dann? Dann schicke ich ihn auf diese Seite dahin. Okay. Oh, los geht's. Let's fetch. Wenn ich jetzt nicht so viel rede, dann liegt das daran, dass ich mich ja konzentrieren muss. What the fuck? Der hat voll viel da drin. Okay. Da müssen wir ein bisschen umdisponieren.
Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Verdammt! Okay, die Hexe ist, draußen. Oh Mann. Okay. Es lief nicht so ganz wie gedacht. Ist es eine Hexe drin? Ich hoffe mal, ich krieg sie jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Hexe mit erwische. Wobei, die Hexe ist mir scheißegal. Hauptsache, ich kriege ein paar von den Magiern down. Oh Gott. Oh Gott. Hoffentlich kriegen wir auch halbwegs alles down. Okay. Schnell hinterher. So. Zack. Zack. Schnell die hinterher. Freeze 1. Freeze 2. Hutzauber 3. Und jetzt in die Mitte, meine Freunde! In die Mitte! Lauft in die Mitte! Oh. Wobei, es sind so viele! Es sind so viele Ballons! Macht sie platt! Macht den Magi, macht den Inferno-Turm! Ja, nicht ganz, natürlich. Scheiße! Komm, es sind so viele! Ah, es waren so viele Ballons und die kriegen den Inferno-Turm nicht down. Unglaublich. Na gut, es wird ein Stern, aber ich hatte mir mehr erhofft. Okay. Ja, wobei ich noch nicht sicher, was mache ich denn jetzt? Oh, verdammt. Was mache ich jetzt? Ich habe 1,20 noch Zeit. Ich krieg's Rathaus nicht. Ich krieg das Rathaus nicht down. Verdammt. Ich muss unten auf sichere... Ah, was mache ich denn jetzt? Verdammt nochmal. Gehe ich oben aufs Rathaus oder nicht? Ich muss schon probieren, oder? 2 Sterne oder einer? Oder 0? Ja, no risk, no fun. Ich muss es riskieren. Bleibt mir nichts anderes übrig. Na, wenn ich jetzt den Bonus nicht kriege, das wäre natürlich ärgerlich. 1 Stern muss ich kriegen. Ey, komm. Oh, es wird knapp. Wird auch zeitlich knapp. Kann die Königin allerdings noch zünden. Die Königin läuft jetzt. Komm. Schnapp dir das Rathaus, schnapp dir das Rathaus, schnapp dir das Rathaus. Nein, Skelett fallen. Oh. Alter, mein Herz. Alter, mein Herz, ey. Mein Herz. Oh Gott. Das war eine harte Entscheidung. Oh Gott, mein Puls. Oh Gott! 3000! Puls 3000! Ja, ich habe wie gesagt jetzt immer noch keinen Platz im Goldlager. Eieiei! Das war mal ein hartes Stück Arbeit. Und zum Runterkommen gucken wir jetzt erstmal den Angriff von Knubbel an. Boah! Leck mich am Arsch! Boah, ich war kurz davor, die Queen unten zu setzen. Ich war so kurz davor, die Queen unten zu setzen. Mit einem König zusammen wäre es kein Problem gewesen. Aber so, hui. Mein lieber Mann. Das war knapp. Alter Schwede. Oh. Hui, geht mir die Pumpe. Mann, bestimmt Puls. Ja, drüber schlagen. 90. Also, das ist nicht viel, aber... Trotzdem war das ganz schön... Ganz schön aufreiben. Wir sehen es hier. Knubbel versucht es mit Go. Was ist das? Mit Go Wipe. Ja, gut, er ist ein relativ frischer Rathaus-9er. Hat sich relativ schnell das Rathaus geholt. Von daher war es im Grunde ein solider Angriff. Mein Angriff hat ja echt ultra lange gedauert. Der hätten auch die 30 Sekunden, die es ja dann mehr gibt, für. Beziehungsweise die 30 Sekunden, die es mehr gibt nach dem Update, hätten auch nichts genützt. Hoi, vielleicht noch ein bisschen mehr an Überlegung, die ich dann hätte machen müssen, aber. Aber das war krass. Mein Herz ist. Mein Herz ist kaputt. Meine Herz ist kaputt. Ohne Scheiß. Das macht das Spiel auch aus. Alter, dann auch noch live aufgenommen, wie ich einen Herzinfarkt kriege live im... Oh, Alter. Wie ich einen Herzinfarkt kriege live im Fernsehen. Boah, Fernsehen. Live hier bei YouTube. Live bei YouTube. Alter Schwede. Das war nicht gut für mein Herz. Aber okay, wir müssen noch neue Truppen ausbilden. Ich weiß noch nicht genau. Ich kann ja jetzt niemanden angreifen. Von daher werde ich mal gucken... Wie ich die Nummer 2 mache, deswegen Taktik. Nummer 2 hat schlechte Mauern. Fällt mir schon mal zuerst auf.
Königin ist weit weg vom Rathaus. Das bedeutet, wenn ich von hier angreife, von oben könnte ich... Wobei, ich nehme, glaube ich, sogar die Queen. Nehme ich die Queen-Seite? Nee, ich nehme die Seite von hier. Wobei, nee, warte mal, wie machen wir das denn? 1, 2, 3? Ich habe keine Ahnung. Es wird mir schon noch was einfallen, aber... Ich wünsche, ich könnte euch jetzt auch noch einen Angriff zeigen, aber wir sind schon bei über 10 Minuten und ich sehe absolut noch nichts. Wenn sich da noch was tut, dann will ich es wahrscheinlich die 17 Uhr Folge packen. Morgen ist ja dann, wie gesagt, Update. Und ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war wirklich... Meine Stimme ist kaputt. Mein Herz ist kaputt. Alles gesagt. Macht's gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis demnächst. Zweiten Angriff werdet ihr wahrscheinlich auch sehen von mir. Also, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis demnächst. Ciao.